Am anderen Tag geht die Reise weiter in Richtung Horn. Der Campingplatz ist etwa 3 Kilometer außerhalb der Stadt und liegt mitten in der Natur. Um dorthin zu kommen, muss eine schmale Brücke überquert werden. Noch schnell ein Stoßgebet, dass diese das Gewicht des Womus aushält. Na, Spaß beiseite. Es ist Sonntagmorgen und der alte Herr ist etwas pampig bei der Einschreibung. Was diesem über die Leber gelaufen war, wissen die beiden bis heute nicht. Der Platz selbst ist durchzogen mit Kanälen mitten in der Natur. Man hört das Zwitschern der Vögel. Dauercamper und das reisende Volk sind deutlich getrennt. Ein paar Angler vertreiben sich die Zeit am Wasser. Sie fangen aber leider nichts. Man kann sich auch ein Boot leihen und damit auf den Wasseradern paddeln. Auf und rund um die Kanäle ist es voll mit Leben. Auch kleinen motorbetriebenen Booten ist es erlaubt zu fahren. Andere verbringen ihre Freizeit mit der Familie am Rande des Gewässers. Horn liegt etwa 3 Kilometer vom Campingplatz entfernt und ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Der Käsemarkt oder Rode Steen ist der zentrale Ort des Ortes. Von Juni bis September findet einmal in der Woche ein traditioneller Käsemarkt statt. Eins der schönsten Häuser auf dem Platz ist das Westfriesmuseum. Das Westfriesmuseum widmet sich dem goldenen Zeitalter. Eine Ära der Geschichte, in der westfriesische Handelsstädte zu großer Blüte gelangten und sich zu wichtigen Akteuren in einem internationalen Handelsnetz entwickeln. Dieses stattliche Bauwerk steht unter staatlichem Denkmalschutz. Mit seiner charakteristischen reich verzierten Fassade wurde es 1632 errichtet. Gegenüber ist die historische Käsewaage am zentralen Platz. Von der ist nichts mehr zu sehen, denn es ist heute ein Café. Interessant ist aber noch das Gebäude stammend aus dem 16. Jahrhundert. Die Fassade wird von einem Einhorn geziert. Mitten auf dem Platz steht eine Statue zu Ehren von Jan Petersen Koen. Er war Generalgouverneur der niederländischen Ostindien-Kompanie, was später die Grundlage für das Niederländisch-Indien war. An diesem Wochenende ist ein Marathon im Ort. Zeit, den Platz zu verlassen und in Richtung Hafen zu gehen. Was auffällt, ist ein hoher Turm. Der Main Tower ist einer der letzten Verteidigungstürme, die in Nordholland erhalten geblieben sind. Heutzutage gibt es eine Grillbar und Restaurant im Turm. Im Volksmund wird er Holzkopf genannt und hat seinen Namen von der Anlegestelle für Handelsschiffe. Der Turm von der Hafenseite gesehen. Oben kann man noch die Schießschachten der Kanonen erahnen. Er wurde 1532 von Goberganger Kalkstein und Ziegel angehoben. Im Jahre 1614 verlor der Turm seine Verteidigungsfunktion. Er diente der Northern Gesellschaft als Unterkunft bis ins Jahre 1904.
Viele der Touristen machen es sich bequem bei sommerlichen Temperaturen und genießen die frische Seeluft. Am Kai steht die Büste von Willem Bontekoe. Er war ein niederländischer Seefahrer, Kaufmann und Reiseschriftsteller, der in den Diensten der niederländischen Ostindien-Company stand. Neben dem Turm befinden sich die Statuen der Jungen von Bontekoe. Kapitän Bontekoes Schiffsjungen ist ein Jugendbuch des niederländischen Schriftstellers Johan Fabricius, das zuerst 1924 erschien. Das Denkmal wurde 1994 eingeweiht. Im Hafen liegt ein langes Passagierschiff. An diesem Ankerplatz ist der Mutterhafen der Flussreisenschiffe, die jährlich Tausende von Passagieren über die Binnengewässer fahren. Die kommerzielle Schifffahrt ist seit vielen Jahrzehnten vorüber. Die meisten sind Freizeitkapitäne, die ihrem Hobby nachgehen. Michelin und Pascal schlendern noch weiter durch den Hafen. Ein Haubentaucher hat an einem Schiffsrumpf sein Nest gebaut, mitten im Hafen. Die Nester sind aus Pflanzen gebaut und schwimmen auf dem Wasser. Komisch ist nur, dass dieser Vogel so nah an den Menschen gebaut hat. Normal ist was anderes. Aber der Vogel scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Die Ortschaft Horn war erkundet und wieder zurück per Drahtesel zum Womo. Unterwegs fiel eine Wiese auf. Das laute Schreien der Lachmöwen war von weitem zu hören. Mitten in einem Gewässer haben die Vögel eine Kolonie errichtet. Einige der Tiere sitzen noch auf den Nestern und brüten die Eier aus. Bei anderen ist der Nachwuchs schon geschlüpft. Das Daunenkleid der jungen Küken ist weiß und schwarz. Somit sind diese gut getarnt. Zwei Austernfischer sitzen am Rande des Gewässers und putzen ihr Gefieder. Ein Säbelschnäbler marschiert das Ufer ab. Es sind Schreitvögel. Mit seinem krummen Schnabel mäht er die Wasseroberfläche ab nach kleinen, wirbellosen Tieren. Die Brandgänsenfamilie sucht den See nach Fressbarem ab. Einige Meter weiter haben die Kanadagänse ihr Revier aufgeschlagen. Auch hier sind Küken in ihrem grauen Daunenkleid zu sehen. In dieser Jahreszeit sind sie etwa handgroß und futtern sich durch die Wiese. Etwas tiefer in der Wiese ein Kiebitz. Dieser ist gut zu erkennen an seinen Antennen am Kopf. Versteckt in einer Ecke im Schilf steht ein alter Bekannter, der Graureiher. Michelin und Pascal lassen den Tag ruhig ausklingen bei einem sehr schönen Sonnenuntergang. Am anderen Tag geht es weiter in Richtung Anchorage. Aber zuerst nochmals über eine schmale Brücke, dann weiter über Landstraßen bis zum anderen Campingplatz.